Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan. Zeige ich euch gleich, wo ich mit meinem RH9 bin hier. Aber erstmal möchte ich hier den Esel begrüßen vom Clan der Besten. Es ist bei mir, glaube ich, in der Community der Ken. Alle anderen, der Tobias Jäger und der Mark Huber darunter, ihr wart leider abgefarmt. Deswegen habe ich mir heute Abend den Esel geschnappt. Ich bin wirklich, wirklich spät dran. Warum, das werdet ihr gleich sehen. Aber wir sehen hier erstmal einen schönen Rathaus 10 Account. Und ihr wisst, mittlerweile akzeptiere ich das auch mit so kleinen Helden. Bei meinen Neunern ist jeder Held höher als bei diesem Zehner hier. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Und also ich bewerte das nicht mehr so hoch. Ja, also ich sehe darüber hinweg, denn er hat schon seine 240 Truppen hier und hat eigentlich auch schon ein gutes Dorf. Ist zumindest ein reinrassiger Rathaus 10, dank der Inferno-Türme hier. Die hat er auch schon auf 3. Und sonst denke ich mal, ist er noch nicht ganz so lange auf Rathaus 10. Wir gucken uns einmal die Truppen so ein bisschen an. 18, 20, D'accord, 2er Bola, jawohl. Die hat er sich schon freigemacht, auf Walküren hat er keinen Bock. Okay, kann man machen. Ich bin mal gespannt, was bei ihm als nächstes so hoch geht. Ich bin ja mit meinen Accounts immer so ein bisschen so dran gewesen, dass ich immer mit dem einen mache ich immer das, was ich gerade kann, also wovon ich gerade extrem viele Ressourcen habe oder wo ich was plane. Aber er plant hier, denke ich, sicherlich mal auch so ein bisschen aus der Luft anzugreifen. Dreier Lava-Hund lässt so ein bisschen darauf hoffen. Angreifen tut er derzeit mit Bartsch. Okay, mit Bartsch und oh, mein Liebling, den Kobis. Glückwunsch, gute Wahl hier. Und sieht aber gut aus und ich denke mal, das Dorf hier, 53 Devs, okay, Devs oder Dips, das wissen wir halt nicht. Also wenn jemand nur so ein bisschen rumdroppt, aber ich denke mal, gerade mit diesem Dreiergestirn hier, fast in jeder Ecke, du kannst halt nicht in allen Ecken haben, aber sieht das hier sehr, sehr gut aus mit den Luftabwehren, Magierturm, X-Bogen noch dabei und natürlich die Infernos, die auch noch so einen gewissen Range haben hier um die Clanburg, um den dunklen Pott und ums Rathaus. Also ich denke, er ist mit seinem Account und sich sehr, sehr zufrieden. Womit ich eigentlich sehr, sehr zufrieden bin, kann ich euch jetzt mal zeigen. Denn es wird hier geübt wie irre. Ja, ich bin im Team Klaus. Ihr seht das hier. Ich mache gerade ein Friendly, ja, so ein Freundschaftskampf. Und hier wird seit gut 1,5 Tagen geübt wie irre. Ich bin hier mit dem RH9 nochmal reingerutscht. Was heißt reingerutscht? Ja, ich bin eigentlich reingerutscht in den Clan hier, beziehungsweise in diesen CK hier, den der Klaus Gaming macht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Also ich kenne ihn als YouTuber natürlich. Ich kenne ihn auch als ganz normalen Menschen. Das heißt also, ich habe auch schon vor YouTube wusste ich, wer ist das eigentlich? Und von daher war ich sehr überrascht, dass dieses Event hier kam. Ihr wisst, es ist so ein bisschen auch mit dem Sky zusammen, denn die beiden kennen sich natürlich ein bisschen näher aus den Supercell-Events und haben hier einen 50er Clankrieg-YouTuber, Visus YouTuber, hätte ich mal fast gesagt, aber in jedem Team sind halt so ein paar YouTuber drin. Ich kenne hier auch nicht alle, aber ich kenne natürlich auch unseren Gegner. Auch so ist es nicht und ja, mal gucken. Ich übe diesen Angriff hier jetzt auch schon richtig, richtig lange und jedes Dorf ist ja anders. Das kommt noch dazu und jetzt läuft auch meine Queen ganz anders, als dass sie vorher mal gelaufen ist, kann ich euch sagen, denn vorher bin ich hier von unten reingekommen und jetzt muss ich aber eben mal schauen, wo ich hier, oh, meine Mauerbrecher, die laufen aber ganz, ganz mau, ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Wir können trotzdem hier unseren Sprung ansetzen für unsere vielen, vielen Valkyren, die hier jetzt hoffentlich in die Base mit reingehen. Jawohl, das sieht noch ganz gut aus. Ich kriege gerade das Zeichen des Todes hier auf meinem Tablet. Na super, mal gucken, ob der Angriff noch durchläuft. So, da sind jetzt die Mädels hier gesprungen. Jetzt muss ich hier allerdings nochmal wuteln. Oh, Mensch, das Zeichen, das soll weggehen. Ach, das Zeichen, das soll doch mal weggehen. Und okay, ja, ich kann euch das Zeichen jetzt nicht ersparen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen online. Vielleicht bin ich auf offline, aber es ist ein reinrassiger 50er Clankrieg hier. Und
Der ist wirklich, der hat's wirklich in sich. Also ich bin mit meinem Neuner, denke ich mal, vom Level her, von den CK-Sternen hier gut aufgehoben. Aber es gibt hier schon ein paar richtig krasse Sachen, muss ich mal so sagen. Also was CK-Sterne angeht, Bases angeht, Angriffsstrategien auch angeht. Und ich darf jetzt auf jeden Fall, ich gehe mal ein bisschen raus für euch. Oh, ich habe jetzt, habe ich doch meine Queen vergessen. Okay, habe ich doch meine Queen vergessen und dann zeige ich euch erstmal so ein bisschen den Clan. Also warum bin ich eigentlich hier ins Event reingerutscht? Ja, das kann ich euch sagen. Wir gucken uns einfach einen Angriff nebenher an. Also der Olli, der Skylife COC, hatte mich angesprochen, ob ich in einen seiner Streams so ein bisschen mal wieder co-moderieren möchte. Und da ich ja selber im Moment überhaupt keine Streams bringe, hat er mich auf dieses Event hier aufmerksam gemacht. Habe ich gesagt, ja, mache ich natürlich gerne. Gar keine Frage, dann machen wir mal wieder ein bisschen was zusammen. Und so ist das Ganze eigentlich so ein bisschen hier zustande gekommen. Irgendwann hat er gefragt, du hast du nicht einen R9er, uns fehlt noch einer, der hier mit beim Klaus im Team mitkämpft. Und ja, ich war frei, also mit dem Alex hatten wir eh so einen Tag CK-Pause, glaube ich, oder so. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe, glaube ich, vorher dann angesagt, in meinem Clan kampfunfähig, da gehe ich natürlich danach auch wieder rein, dass ich mal für ein Event so ein bisschen weg bin und komme dann halt nach dem Event hier wieder rein. Und so ist das Ganze entstanden, dass ich hier jetzt mit meinem Rathaus 9er in diesem Clan sein darf. Der CK fängt gleich jetzt an. Also wenn ich euch jetzt die Uhrzeit verrate, ist es schon sehr, sehr spät und der CK fängt so in einer Stunde an. Das liegt einfach daran, dass hier natürlich international gekämpft wird. Das heißt also, aus allen Herren Ländereien, Kontinenten kommen diese Leute hier. Und oh, Hammer. Nett 11 gegen 11, 3 Sterne. Das lässt hoffen, denn unser Gegnerteam, ich zeige euch jetzt kurz mal unser Team hier, also Team Klaus, YouTuber War, Team Klaus Visus Team Judo. Das stelle ich euch gleich auch vor. Also ihr seht hier auch ganz, ganz oben den Olli. Ich verlinke euch übrigens den Livestream, den es heute Abend gibt. Ich sage das ganz betont heute Abend, also am Sonntagabend gibt um 20.30 Uhr einmal oben in meiner Infokarte und auch unten in der Beschreibung. Setzt euch ruhig eine Glocke, das Video kommt ja heute Mittag für euch raus, also es sind noch einige Stunden und seid auf jeden Fall dabei. Wir würden uns fürchterlich freuen, wenn ihr dieses Event hier nicht verpasst, denn es wird noch reichlich live zu sehen sein, auch wenn der Clankrieg jetzt gleich anfängt und wir sicherlich hier schon einige Angriffe sehen. Wir werden hier auch sicherlich ein paar nette Kämpfe zeigen. Auch ich werde in den nächsten Tagen bestimmt was zusammenschneiden können. Ich bin sogar ein über dem Klaus, hier seht ihr das. Ach nee, jetzt bin ich ja ein Unter. Klaus hat ein paar Pokis gemacht, okay. Aber schöne Geschichte hier. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie haben die beiden das gemacht? Also Klaus hat ein paar Member mitgebracht und natürlich der Olli hat ein paar Member mitgebracht aus der Cloud-Familie. Denn die ist ja auch schon mittelprächtig groß, kennt viele Leute, kennt viele Chars. Ich kenne übrigens auch ein paar, denn auch ich hänge ab und zu mal in der Cloud, bei Cloud21, also auf dem Discord und sage gerne mal Hallo, guten Tag und unterhalte mich gerne mit den Leuten. Und unser Gegner hier im aktuellen Clankrieg, der in 45 Minuten beginnt, ist das Team Judo. Dort kenne ich eigentlich nur so 1, 2, 3 von den Charakteren hier. Ich weiß nicht genau, wer von den ehemaligen Dark Lotus dabei ist, aber der Itzu ist dabei. Und ich denke mal, Itzu kennt in der Szene auch so ziemlich jeder. Ich bin wirklich gespannt. Es soll auf jeden Fall ein richtig krasser Just for Fun War sein, aber die Besonderheit, die wir hier in jedem Fall haben, ihr seht, ich bin an 39 gelistet mit meiner Base und ich glaube, ja, die könnte sogar halten, denn ihr seht das hier ganz, ganz, ganz unten, das ist ein reiner 9er, 10er, 11er Clankrieg und No Dip. Das heißt also, es wird nicht gedippt. 9, 9, 10, 10 oder 11, 11 oder aber nach oben hin darf gedippt werden, aber nicht nach unten hin. Also ein 10er kann 11er machen, ein 9er kann 10er machen, aber nach unten hin darf nicht gedippt werden und das natürlich, das macht die ganze Sache mal so richtig spannend und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich
bei diesem Event teilnehmen kann. Und ihr seht das hier, hier geht's. Das ist auch das Schöne an so einem internationalen Clan. Ich meine, ihr seht hier jetzt den Chat. Und wir sind so ein bisschen natürlich auch angehalten, auch hier eine internationale Sprache zu sprechen, also Englisch. Manche tun sich da ein bisschen schwer mit, ist aber alles nicht so schlimm. Wir übersetzen, wir können so ein bisschen improvisieren. Manchmal quatschen wir, wenn wir wissen, Mensch, sind eh nur Deutsche hier, dann können wir auch Deutsch labern. Aber es sind einige auch natürlich aus den Staaten mit dabei, aus der Klaus-Family. Und ich war sehr, sehr lange auf. Also gestern war ich bis 4 Uhr in der Früh wach, weil natürlich der CK auch sehr spät gestartet ist. Und war heute eigentlich den ganzen Tag immer mal wieder mit dem Alex hier drin. Ich meine, ihr wisst, mit dem Alex mache ich nichts. Der ist ja durch. Aber ich habe immer mal wieder ein bisschen geübt, so wie eben. Habe den Jammer auch schon gelegt. Ja, ich habe den Jammer heute Abend auch schon gelegt. Mit der gleichen Bestie jetzt hatte allerdings, ist meine Queen etwas anders gegangen. Und deswegen freut mich das. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch freut, uns mal wieder zu hören und zu sehen. Beziehungsweise ihr werdet den Olli natürlich sehen. Mich werdet ihr vermutlich nur hören. Und ich werde auch ein bisschen was tippeln. Also wir sind irgendwo am Start und ich glaube, ich kann es auch so verraten. Ich weiß nicht, Olli hat es ja noch gar nicht so gesagt, dass wir mal wieder so ein bisschen was zusammen machen oder Toto und Olli oder Olli und Toto. Eher Olli und Toto, weil die Olli, Klaus, Itzo und noch jemand, die haben das ganze Event hier organisiert. Und bevor wir hier lang rumschweifen, wir gucken mal, ob wir hier nicht doch außen mal für unsere Armee was finden. Ich kann natürlich hier ganz fröhlich nachtrainieren. Also meine Truppe, die ich hier unten habe, die baue ich dann einfach mal nach, ohne dass mich das juckt. Das ist ja auch das Schöne, so am Max sein. Und du gehst mit dem Rathaus erstmal nicht hoch. Du kannst es dir einfach leisten, einfach mal so ein bisschen was rauszuhauen hier, so ohne auf Ressourcen zu gucken. Einfach eine Armee, die kann auch ruhig dauern, weil ich muss ja hier auch gar nicht dauerhaft angreifen. So, der sieht mal ganz gut aus. Warum sieht er eigentlich ganz gut aus? Das ist jetzt eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall eine aktive Base. Er meint hier zwar, die ganzen Gräber hier stehen zu lassen, weil er sie nicht abgeräumt hat, aber ich glaube, er ist trotzdem so ein halbwegs aktiver. Er ist jetzt nicht so besonders stark. Das macht jetzt aber nichts. Für 23 Pokale geht man ja auch über Leichen. Ne, 25 sind sogar. Ich will auch immer mal gern so ein bisschen ausloten, wie weit geht eigentlich so ein 30er Queen Walk, also ein Queen Level 30 und dann den Queen Walk, wie weit kommt man damit? Jetzt muss ich allerdings mal hier auf die Kanone ein bisschen was machen und auf die Bauhütte, denn meine Queen soll so ein bisschen weiter nach links laufen. Jetzt macht's das endlich. Okay, dann kann das hier mal ein bisschen weitergehen. Okay, die gegnerische Queen ist Geschichte und unsere Queen müsste ja eigentlich jetzt... die geht ganz gut. Okay, dann ziehen wir mal, glaube ich, unseren Dicken jetzt schon mal rein. Oh, oh. Eieiei. Heiler werden weggestoßen, Queen gerade noch so gerettet. Okay, die Queen haben wir noch gerade so gerettet. Dann hauen wir auch ruhig mal, glaube ich, unsere Bowler hier raus. Das macht auch nichts, ich kriege hier jederzeit neue. Das ist auch das Coole an dem Clan. Sind sehr, sehr viele Maxed Out Elver hier. Und so, da haben wir die Bude offen. Dann nehmen wir mal unsere vielen, vielen Valkyries hier mit rein. Und dann sollen die hier einmal springen. Mein King ist da oben nur zum Tanken und zur Ablenkung. Der hat keinen anderen Job. Der soll einfach nur so ein bisschen tanken. Mit den Bowlern ein bisschen was zerstören. So, dann geht das hier durch. Ja, ich glaube, die Taktik ist immer noch, glaube ich, ganz gut. Ich gucke mal, hier kann ich mit meinem Babydrachen schon etwas unterstützen. Hier hinten, ja. Ah, okay. Ist nicht ganz so doll gewesen jetzt. Wird im CK sicherlich etwas knackiger werden. Aber mal sehen, wie ich mich da schlage. Ich baue die Armee jetzt in jedem Fall mal nach. Ich habe danach einen Bäckerwalk ausgebildet. Und ihr könnt mir das gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr von diesem Clankrieg hier so ein paar Clankriegsangriffe sehen wollt, denn ich bin natürlich gewillt, euch von hier aus
auch etwas zu zeigen, auch wenn es nicht live sein wird, sondern per Aufnahme. Ich pick mir da sicherlich was raus. Ich gucke mal, was wir morgen Abend schon im Stream sehen. Also verpasst den Stream bei Olli nicht, beim Skylife COC. Wie gesagt, Infokarte oben und einmal auch in meiner Beschreibung. Dann habt ihr eine Erinnerung, denn der Stream fängt spät an und endet auch spät durch die enorme Zeitverschiebung. Ich verbleibe, euer Toto. Clash.